Das 3000er Telefon der Nikon ist schon sackstark. He? Ja, Aber super. man sieht das Luftflimmern, wenn man in die Ferne filmt. Ja. Ja, jetzt habe ich die erste Biene schon verpasst. Die war nur ganz kurz. Und hier haben wir einen Zimmerelefanten. Sollte eine Fliege sein. Ja, auch schon weg. Also mit anderen Worten, wir hatten keine Ahnung, was das für Insekten waren. Ja, Also nur ja. die grobe Beschreibung, Biene und Fliege. Der hingegen ist bekannt. He? Ja, der purpurrote Schnellkäfer. Schnellkäfer. Ja. Gut. Ausgeprägte Fühler. Ja, und wie ich das gesehen habe, ist das ein Männchen. Beim Männchen ist der Fühler gekämmt, also so, und beim Weibchen ist er gesägt. Er hat dann noch so kleine Zwischenräume beim Weibchen. Ein bisschen anders einfach. Aha. Und sie können bis 14 mm können sie werden. Eineinhalb Zentimeter. Sie leben an Waldrändern und haben gerne Holunder und Weiden. Wir haben ihn sehr selten gesehen. Einmal Nur genau. einmal, ja. In ja, 20 Jahren fast. He? Ja. Und ja, die Fühler, sie sind schon sehr faszinierend, wie sie da wie ein ja, Kamm. Wie ein Geweih fast. Ja. Ein schöner Käfer. Ja. Ein schönes Rot. Schade, dass man ihn so selten sieht. Unser Hauptdarsteller, der Musikant, oder? Der Nachtigall-Grashüpfer. Der ist wirklich ein Musikant, ja. Warum er Nachtigall-Grashüpfer heißt, das ist, also er singt nicht besonders hübsch. Aber Man viel. höre. Also mit einer Nachtigall hat das nichts zu tun. Oh, jetzt ist er verschwunden. Ich wollte ihn nicht beleidigen, aber Aber es ist schon erstaunlich, den Lärm, den sie machen können. ja. Er war zuerst im Schatten und dann haben wir ihm gesagt, er muss an die Sonne, sonst ist das nichts mit YouTube, oder? Ja. Und Musik machen wollte er nicht. Aber also. Er ist tagaktiv Ja. und sein Gesang ist überhaupt nicht wie der einer Nachtigall. Nein, gar nicht. Also der Namensgeber, der hat sich irgendwie trompiert, getäuscht. Ja, es ist immer schwierig, diese Namensgebung. Aber sie machen sehr gerne Musik. Er will sich unbedingt paaren. Du hast gesagt, auch Weibchen machen Musik, oder? Ja, sie machen auch, ja. Haben sie Ohren? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, vielleicht. Also wir haben ja gesehen, sie sind so 5 bis 7 Meter auseinander und das Musik machen würde nur Sinn ergeben, wenn sie das hören. He? Ja, sie müssen das hören, ja. Also durch Vibrationen. Ist es eigentlich kaum vorstellbar? Ich habe gelesen, die Heupferde haben Hörorgane
Aber die anderen Heuschrecken weiß ich nicht, wo sie ihre Hörorgane haben. Oder überhaupt. Oder mit den Füßen hören. Oder ja. Also der möchte sich ganz dringend paaren. Sie sind auch unterschiedlich gefärbt. Mhm. Ja, das Musik machen gibt Hunger, ja? Genau. Und sie fressen einfach Gräser. Und da Blätter und Stängel und alles. Hier knabbert er an einem Stängel. Ja, wir hatten da mit der Tiefenschärfe ein Problem. Ein kleines. He? Aber es war sehr schwierig. Man kann sie selten stabilisieren. Sie hüpfen immer gleich davon. Oder? Ja, dann sind sie weg. Ja. Er hat mir sehr gut gefallen. Er hat den Stängel abgekniffen. Und jetzt hält er ihn mit den Vorderfüßen, siehst du, und knabbert ihn weiter. Ja, ja. Also da, er vergeudet nichts. Wie ein Bonfrit, oder? Ja, sollte man ihm noch Ketchup geben oder etwas Mayo? Ja, nur zu. Mach nur Musik, wir hören. Es schüttelt ihn völlig durch. Ja, ja. Also. Voller Reifer. Ja, fertig mit Musik. Jetzt kommt eine schwangere Dame. Ja, der Rheinfarnblattkäfer. Und die ist hochschwanger. Ja. Weiß man, wie viele Eier sie produzieren? Ja, sie machen so Gelege von bis zu 60 Eier. Aber nicht an ihrer Futterpflanze anscheinend. Sie nehmen eine andere Pflanze. Und dann bedecken sie die Eier mit einem Sekret. Und diese Eier, die überwintern dann. Und im Frühling schlüpfen dann die Larven. Und ich habe auch gelesen, dass Larven und Eier, die enthalten so einen speziellen Schutz gegen Fressfeinde. Also ein Geruch oder eine bestimmte Substanz. Und ich denke, hier könnte sie ein Ei legen. Ja, aber wenn sie 60 Eier auf einmal legen muss, das konnten wir jetzt nicht beobachten. Wir haben vielleicht nicht alles gesehen. Ja. Aber der Bauch ist immer noch riesig. Ja. Da haut sie ab. Das wär's. Bis später. Bis dann.